theoretisch, dann sogar bis ins Mathematische hinein, dann wieder ganz pragmatisch, Übungen und bis hin zu Geschäftsmodellen, alles haben wir da durchgespielt. Das ist alles im Hintergrund, das kann ich aber ganz schlecht jetzt im Moment so früh am Morgen so nach vorne gehen. Darum habe ich jetzt diese Liste hingeschrieben. Und wenn jemandem irgendwas dazu einfällt oder sich erinnert oder vielleicht sogar was, jeder hat sein Modell der Welt, was heißt denn das? Wenn man das jetzt ganz formal betrachtet, also formal heißt so allgemein und generell wie nur möglich, also jetzt nicht bezogen auf irgendeine spezifische Situation, was heißt es, wenn im NLP irgendwo der Spruch steht, jeder hat sein Modell der Welt? Da kann man ja fragen, also einmal heißt es offensichtlich, dass da eine Zweiteilung ist zwischen dem Subjekt, das ein Modell der Welt hat, und der Welt, von dem er ein Modell hat. Also es sind praktisch nur zwei, also eine binäre oder Polarität. Das kann man natürlich hinterfragen, warum jetzt, warum nur zwei? Und Weltmodell eben im Sinn von Weltentwurf oder Weltanschauung, bevor wir überhaupt irgendwas modellieren, haben wir schon eine bestimmte. Das ist natürlich einfach ein Ordnungsschema, das heißt nicht, dass das die Wirklichkeit so funktioniert, sondern nur, dass das eine Hilfe ist zur Orientierung in, sagen wir mal, in einer sehr komplexen und chaotischen Welt oder Erlebniszusammenhängen kann man versuchen, diese vier Positionen zur Strukturierung dieser chaotischen Situation anzusetzen. Also das Erste ist offensichtlich das Einfachste höchstwahrscheinlich. Also eine Rationalität fährt sich zu einer Realität. Das mag jetzt immer noch abstrakt klingen, aber wenn man zum Beispiel Realität in Verbindung bringt mit Wahrheit und Rationalität mit Aussagen, dann hat man schon viel konkreter. Wenn ich sage, es schneit, dann ist das eine Aussage, die irgendwie zur Rationalitätsebene gehört, zur Sprache gehört, also sogar eine gewisse Grammatik hat und so weiter. Und das, worüber diese Aussage ist, hat etwas zu tun mit der Realität, also mit der Wirklichkeit, mit dem Objektiven. Und jetzt besteht die Frage, wie stehen die beiden zusammen? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und in diesem ersten Weltmodell muss eben eine 1-zu-1-Beziehung bestehen. Das kann man formalisiert man dann eben so, man fragt nach den Wahrheitsbedingungen einer solchen Aussage. Es schneit. Wann ist diese Aussage wahr? Genau dann, wenn es schneit. Natürlich ist das jetzt auch alles nur Sprache, aber man meint mit dem ersten Teil der Sprache, dass das jetzt eben eine Aussage ist, es schneit, und dann sagt man ja genau, und dann zeigt man, damit man jetzt nicht mehr so mit der Sprache argumentieren muss, dann zeigt man und sagt, sieh mal da draußen, guck mal, es schneit. Zurück, glaube ich, auf, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob Descartes oder Leibniz oder was, klar und distinkt da so unterschieden. Also man so klare et distincta Perzeption, also man so, also wie klare Kanäle, also in der, wie heißt das, Repräsentationssystem? Offene Sinnessysteme, kein Chaos, entweder ich sehe was oder ich sehe nichts. Ich kann nicht gleichzeitig was sehen und nicht sehen, oder hören und nicht hören. Und ich kann auch nicht hörend was sehen. Oder sehend was hören, das geht auch nicht. Das sind nur diese Verrückten, die
Farben sehen, wenn sie, ja, was machen die, wenn Synästhesie oder? Ja, die Farben sehen, wenn sie Töne hören. Eben, also die Sinneskanäle müssen ganz klar getrennt sein. Aber wenn ich zu zweit bin und sage, hier stinkt's, und mein Partner neben mir sagt, dann komme ich ja schon in Konflikt. Ja, eben, jetzt setzt ihr eben voraus, dass es eine Realität gibt. Stinkt es nun wirklich? Ja oder nein? Und jetzt kann man sich so lang streiten, bis man dieses Problem gelöst hat. Oder einer nachgibt oder was auch immer. Aber die Unterscheidung wäre die, dass eben vorausgesetzt ist in so einem Beispiel, dass es das wirklich gibt. Die Realitätsbezüge, also die Wörter bedeuten für jeden was anderes. Also für den einen ist Geruch eben ein Wohlgeruch und für den anderen ist es ein Gestank. Dass es hier nicht gibt, wenn man sich einigt, dass es eben nur eine Denkweise gibt und eine Realität, dann kann man sich eben einigen. Also das heißt, wenn es stinkt, und einer sagt, nein, es stinkt nicht und ich nehme diesen Experten da mit seinem Messgerät, dann kann ich objektiv entscheiden, ob es stinkt oder nicht stinkt. Das ist alles, also so wie in der Geometrie, entweder ist es ein Dreieck oder ein Viereck, aber man kann da nicht irgendwie sich nicht einig sein über die Konstruktionsbedingungen von einem Dreieck ist man sich einig und wenn man eins konstruiert, dann ist es eben ein Dreieck und nicht ein Viereck, sonst ist es falsch. Also sonst ist es einfach Nonsens oder Fehlkonstruktion, aber wenn es richtig gemacht ist, wenn man die Regeln richtig angewandt hat, dann kommt eben genau ein Dreieck raus und die Regeln werden von allen akzeptiert und entsprechend müssen auch die Resultate von allen akzeptiert werden. Das heißt, oder in der Arithmetik, wenn ich zwei Zahlen zusammenzähle, dann haben wir uns alle geeinigt, dass wir wissen, was wir mit diesen Ziffern meinen, also 1, 2, 3, 4, wir wissen, was das heißt, wir wissen, was Plus ist und wenn wir die zusammenzählen, dann gibt es ein Resultat und jeder hat das zu akzeptieren, weil wir ja akzeptiert haben, es gibt eben nur eine Arithmetik und eine Realität, also die Realität wäre hier dann eben das Ergebnis der Addition. Also darüber zu diskutieren, wäre einfach sinnlos. Man kann nicht Informationen prozessieren und gleichzeitig nicht prozessieren. Oder eine Information kann nicht irgendeinen Wert haben und gleichzeitig einen ganz anderen. Also das ist ganz klar deterministisch, obwohl selbst deterministisch ist ein Wort, das zu viel ist. Es ist einfach eindeutig bestimmt, was in dieser Kommunikation besteht. Also das wäre jetzt, wenn beide Ja sagen, dann ist man gleich wieder in diesem 1:1 Modell. Jetzt akzeptieren könnte, ohne dass es Kurzschluss und gleich wieder Konflikt gibt, dass ja auch dieser Bereich hier komplex ist. Dann hätte man wieder mehr Dynamik, mehr Flexibilität, aber wieder das Problem, ja, wie kann man denn kommunizieren, wenn eh alles auseinander liegt? Nicht? Also jetzt haben wir da die Realitäten, sind auseinander, aber von der Interpretation her haben wir gemeinsame Punkte gefunden und damit ist also die Kommunikation irgendwo gesichert. Ja. Ja, okay, also ich kann ja da jetzt nur rein metaphorisch so ein bisschen was ankitzeln. Die Frage, damit eine gewisse Orientierung anzustoßen, dass wenn jetzt irgendwelche konkreten Konflikte oder Kommunikationssituationen analysiert werden oder modelliert werden, dass man versucht quasi mit einem Röntgenblick erstmal zu gucken, ja, nach welchem Weltmodell streiten die sich überhaupt. Man sucht jetzt nicht
Also es ist einfach praktisch das Gegenteil, also das polare Gegenteil. Man ist sich einig, dass man ganz viele verschiedene Begriffe hat. Also dass das Wort Fusion natürlich ganz was anderes meint für mich als für dich oder Liebe sowieso. Das wissen wir doch alle. Die Wörter haben ganz andere Bedeutungen, je nachdem in welchem Kontext sie benutzt werden. Und mein Kontext kann nie dein Kontext sein. Also so gesehen sind wir sowieso immer verschieden. Und wir können da reden, so viel wie wir wollen. Das hat alles gar keinen Wert. Weil wir uns ja einig sind, dass die Begriffe eben halt eben für jeden was anderes bedeuten. Und damit die aber trotzdem miteinander kommunizieren können, setzen sie eben sozusagen projektiv eben voraus, es gibt aber trotzdem eine Realität. Also wir haben jetzt ganz viele Fern, können wir eben über den Punkt uns wieder verständigen. Nicht? Und das war das große Problem, weil wo ist denn der überhaupt, wenn das, was wahrnehmbar ist, eben immer nur diese Rollen sind, ganz egal wie viele. Und das ist eben dieser Mythos, dass es eben doch eine Einheit gibt, eine Wirklichkeit gibt, neben diesen ganzen vielen Rollen. Also das Ich überhaupt, also das eine idealisierte Idee von einem Ich, also einem transzendentalen Ich, also einem Ich, was außerhalb oder über der Realität steht, im Gegensatz zu den vielen empirischen Realisationen des Ichs. Also zum Beispiel solche Strömungen wie... Ich sage, ich bin ich, ich verteidige mich als ich. Ich als Befrager bin. Als Rollenträgerin hast du verschiedene... Natürlich voraus, dass wenn ich frühstücke, frühstücke ich. Und dann jogge ich nicht. Oder wenn ich das dem Kind beibringe, dass man nicht kiffen soll, dann kiffe ich nicht. Also ich mache eine ganz klare Bezirkstrennung zwischen allen diesen Rollen. Selbst wenn ich vielleicht ein bisschen virtuos mehrere spielen kann, aber ich hüpfe dann hin und her, aber ich mache nicht zugleich die eine Rolle und gleichzeitig auch eine andere. Also insofern ist da eben auch wiederum schön geordnet, quasi nach der immer noch diesem Urerlebnis, dass es halt eine Wirklichkeit gibt und eine Vernünftigkeit, versucht man halt eben dieses ganze komplexe System da mit den vielen Rationalitäten oder Auffassungen und so eben schön in Bezirke aufzuteilen. Früher hätte man gesagt, in Schubladen zu stecken und so weiter. Damit wird das alles getaktet, aber das ist ja eine quasi soziale oder kulturelle Vereinbarung für die Arbeitsgliederung. Also damit wir eben im Takt zusammenarbeiten können und kommunizieren können, haben wir diese Chronometrie und Chronologie erfunden. Aber wenn man die jetzt sucht, ja, also draußen da irgendwo oder selbst im Kopf, findest du überhaupt keine Zeit. Ja. Also irgendwie war trotz der Sicherheit des Espresso plötzlich ein ganz ungutes Gefühl, also zumindest in einer Gruppe. Ich glaube, die sind gar nicht alle da. Nein, der Schlagzeuger. Genau. Der war ganz aufgeregt, was machen wir jetzt, wenn wir keine Sicherheit mehr haben. Er ruft gerade an im Sicherheitsbüro. Also hier hatten wir jedes Mal noch einen Bezug. Ja.
der so einen Anker hergibt. Jetzt haben wir gesagt, diese Anker, die beengen, das gibt uns nicht genügend Flexibilität und wir müssen die jetzt irgendwie loswerden, damit wir eben dieses komplexe Gebiet haben. Jetzt habe ich da gelesen, Unsicherheit, Konfusion und da sind so ganz viele Kringel und die machen einem ein bisschen irre. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, man teilt die auf in zwei Teile, dann ist schon weniger konfliktlos, aber es ist immer noch zweigeteilt. Dann gibt es einen Konflikt und was ist das andere? Achso, die zwei werden dann irgendwie fusioniert, quantenmäßig und dann entsteht eine Vagheit bzw. eine Unbestimmtheit. Man weiß jetzt nicht genau, welches von den beiden Teilchen da, also Quantenphysik, hinter deinem Rücken ist alles schon. Und dann macht man irgendwie einen ganz heroischen Entschluss und sagt, ja, also das ist alles Quatsch damit dieser Wahrheit. Es ist ja auch nur eine Wahrheit. Also ist es eben eins. Das mag zwar vag sein, aber es ist eins. Und dann ist alles wieder okay. Und unser Problem ist jetzt, wie kann man in der Konfusion bleiben? Weil das ist ja eigentlich das Freie und Kreative und Spielerische und dort trotzdem Sicherheit haben. Also muss man offensichtlich den Begriff der Sicherheit etwas ändern, aber auch den Begriff der Konfusion. Weil Konfusion da oben ist ja erstmal negativ bewertet. Obwohl es ein neutrales Wort ist, kriegt es ein Minus. Jetzt geben wir dem mal ein Plus. Also das Gute an der Konfusion und das Schlechte an der Sicherheit. Eine ist ein polytheistisches Weltmodell, eben viele Götter, viele Rationalitäten. Das andere ist ein animistisches Weltmodell, also viele Geister, viele Realitäten und so weiter. Und wir wollen jetzt beides nicht. Also wir sind ja weder Polytheisten noch sind wir Animisten. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das nicht oder wir negieren diese Modelle erst einmal, also die haben ja für sich auch eine Berechtigung, aber wir wollen ja jetzt in das vierte rübergehen, dann können wir ja nicht einen, da müssen wir uns überlegen, mit welchen Tools, mit welchen Methoden vollziehen wir diesen Schritt. Also wir können das ja nicht, also wenn, auch wenn man sagt, ja wir springen, also quasi im 19. Jahrhundert hat man ja sehr viel versucht, gegen Religion und Kirche und alles Mögliche und Absolute und so vorzugehen und hat ja eine Art Atheismus und so weiter entwickelt. Und da gibt es zum Beispiel ein Buch von Max Stirner, der genau diese Situation hier darstellt, dass jeder ist sein Einziger. Das Buch heißt, glaube ich, Der Einzige oder wie heißt das? Ich habe es vergessen. Ja, jedenfalls reiner Individualismus. Und das heißt einfach, dass dieses absolute Ich und das absolute Es wird jetzt empirisch verstanden, dass ein konkretes Subjekt, ein konkretes Individuum ist eben für sich sein eigener Gott und hat seine eigene Realität. Also quasi Extremversion von Individualismus. Das andere von Sicherheit. Da würde man eben sagen Unsicherheit. Aber wir wollen ja nicht Unsicherheit haben, sondern etwas, was weder Unsicherheit ist noch Sicherheit. Weil die Sicherheit ist beengend, tötend und die Unsicherheit ist Konfusion heißt es dort, ist auch nicht lebensfähig. Also wir brauchen irgendwie etwas, was weder Sicherheit noch Unsicherheit ist. Und das kriegen wir nicht hin durch bloße Negation. Jetzt wollte ich sagen, das ist auch historisch, das ist nicht nur meine Erfindung so, ich formalisiere einfach die historische Erfahrung der Philosophie.
gibt es eben tatsächlich eine Lösung, also eine Idee, die war die, ja, es gibt keinen Gott, es gibt keine Wirklichkeit, ich bin die Wirklichkeit, ich bin Gott, Schluss. Dann gibt es das Scheißproblem, ach, da gibt es noch einen anderen, der sagt von sich dasselbe, aber das interessiert mich alles nicht. Also damit ist die Kommunikation verunmöglicht, der reine Individualismus setzt das empirische Ich mit dem absoluten Ich und das empirische Es mit dem absoluten Es identisch. Und das ist der reine philosophische Individualismus. Es gibt nur mich. Und es gibt dann zeitlich eben auch keine Vergangenheit und keine Zukunft, es gibt nur Now. Jetzt. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch im New Age, in etwas höflicherer Form, durchaus auch gang und gäbe, dass man so einen Mythos pflegt. In vielen Western? Also es gibt kein Ich und es gibt kein Es, sondern es gibt nur uns. Alles ist immer plural. Also wir zu wir. Ja? Nicht? Ich weiß nicht, ob das genug ist, oder hat jemand ein Argument dafür, warum so etwas gar nicht funktionieren kann, wenn alle exakt gleich sind. Also hier gibt es sozusagen eh nur einen. Und der kann nicht funktionieren, weil es ja noch andere gibt. Hier sind alle anderen der eine. Und es gibt gar keinen einen, es gibt nur alle. Ja? Geübt, also die eine Methode hieß doch da weder noch und sowohl als auch. Kann das jemand auf diese Fragestellung hier anwenden? Dann kommen wir zum Individualismus. Wenn wir alles affirmieren, kommen wir zum Kollektivismus und beides wollen wir nicht. Jetzt müssen wir also irgendwie so eine komische Figur einführen, die sowohl das eine wie das andere und weder das eine noch das andere irgendwie zusammenbringt. Das scheint sprachlich irgendwie ziemlich konsequent zu sein. Also wir wollen sowohl im Zusammenhang mit anderen, in der Kultur, mit der Gruppe, Team oder wie auch, das sind ja auch alles westliche Wörter, aber die entsteht, es ist auch noch nicht Kollektivismus, weil das ist auch wieder ein westliches Wort. Und bei uns ist es so, jeder Furz von irgend so einem Ich, N oder was, kann registriert, patentiert, abgesichert werden. Nicht? Und jetzt, was passiert da, wenn jetzt die einen sagen, ja, also was ist denn das überhaupt, ein Individuum? Seid ihr krank? Oder? Und wir sagen, ja, ihr seid ja alle verrückt. Ihr habt noch nicht einmal mitgekriegt, dass es Individuen gibt und dass es Eigentum, intellektuelles Eigentum gibt. Wie? Geistiges Eigentum gibt und so weiter. Und jetzt bauen die denselben Transrapid wie die Genies da in München und sagen, ja, das ist aber ein anderer. Und die haben den Schwanz beißen oder Treppen, die raufgehen, aber gleichzeitig runtergehen, wo einfach alle diese Unterscheidungen von oben, unten, rechts, links und so relativiert werden. Also man geht rauf, aber in Wahrheit geht man runter und also Figuren, die sich ineinander verschränken, also verschränkte Figuren, also paradoxale Figuren. Und die partizipative Planung, dass also der Architekt oder die Städtebauplaner in ihrem Konzept einbeziehen, dass sie als Planer ja selber mit zu der Beplanung gehören. Und nicht einfach von außen sagen, wir schmeißen den jetzt da
10 Hochhäuser hin und da sollen mal da 20.000 Leute einziehen. Wir haben